Doch, sollst du, aber ich würde gerne vorher dazu auffordern und vielleicht geht das dann auch Hand in Hand, also auch nachdem Herr Schönfelder mich ausdrücklich nochmal darauf hinwies, würde ich gerne jetzt, es ging so viel um die Stadt und um das Publikum, also um Sie, würde ich Sie gerne auch herzlich einladen, sich in das Gespräch mit einzubringen. Ich weiß nicht, ob in den 45 Minuten, die wir jetzt hier oben sitzen, sich drängende Fragen bei Ihnen schon herausgebildet haben. Wenn, dann stellen Sie sie gerne. Und da ist auch schon eine. Bitte. Ich habe eine Frage, und zwar jetzt gleich im Anschluss an das, was gerade gesagt wird, war, wie Sie weiter dafür, dass die Institution, Staatsschauspiel, wie auch immer, ja gar nicht nötig sei, in dem Sinne oder mit Theater weitergeht. Aber ist es in so einem Sinne nicht nötig, dass es weiter von der Gesellschaft unterstützt wird, damit die Möglichkeiten, vor allem auch die finanziellen Möglichkeiten da sind, Theater zu entwickeln? Denn das braucht Geld, das braucht Zeit. Wenn das nicht da ist, stirbt es dann einfach nicht, stirbt es, wird es dann nicht einfach aussterben, weil es nicht mehr gut genug ist, es ist nicht mehr gut genug, es interessiert sich keiner dafür. Es ist weg. Braucht es nicht die Illusion, dieses Geld, damit man vernünftiges Theater machen kann? Ich finde es total toll, dass sich das eine Gesellschaft leistet. Also, dass es so ist, dass eine Gesellschaft sagt, das ist uns das wert, das zu machen. Und ich finde, das ist auch eine totale Frage für diese Gesellschaft danach, was ist uns überhaupt etwas wert? Also sozusagen, wofür gibt diese Gesellschaft noch Geld aus? Um welche Dinge geht es dabei? Und da finde ich es natürlich, also finde ich das total toll. Also ich habe zum Beispiel jetzt im Sommer eine Produktion in Taiwan gemacht, wo es dieses System nicht gibt. Das heißt, das hat zur Folge, das ist aber auch nicht dort so, nur so, sondern es ist auch hier in Europa in vielen Ländern so, dass es nur noch eine Handvoll von Gruppen gibt, die sozusagen eigentlich von dieser Arbeit leben können. Also die dann sozusagen wirklich subventioniert werden, natürlich nur subventioniert produzieren können. Und du hast das natürlich nicht in dieser Breite, ein Theater, und auch nicht in dieser in diesem Facettenreichtum, das muss man auch sagen. Also das ist natürlich so, dass du, egal wohin du kommst, ist es immer so, dass dort gesagt wird, oder man sehr neidisch auf dieses deutsche Theatersystem guckt, weil es natürlich ermöglicht, dass eine so große Bandbreite an unterschiedlichen Formen überhaupt hervorgebracht werden kann. Und es gibt, also um noch ein bisschen einen Nebenaspekt Ihrer Frage zu beantworten, es gibt natürlich auch hier in Deutschland es gibt ja nicht nur die staatlich subventionierten Theater, so wie wir eines zum Beispiel sind, sondern es gibt ja eine Vielzahl von Finanzierungsformen. Also es gibt Theater, die auf dem freien, privaten Markt unterwegs sind, die es nicht leicht haben. Es gibt Häuser, die also sogenannte freie Häuser, wie das Hebbel am Ufer, das Hau, was aber natürlich letztlich auch angewiesen ist auf einerseits Staatsgelder, andererseits Sponsorengelder, also auf sogenannte Drittmittel, oder wie man auch immer es nennen will. Aber die Finanzierungsmodelle sind natürlich nicht, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, nicht die einzigen. Das staatlich subventionierte Finanzierungsmodell ist nicht das einzige, aber es ist natürlich das, was dem Künstler die größtmögliche Freiheit gibt. Ich versuche es mal so zu formulieren. Also ich weiß nicht, ob das größtmöglich richtig ist, aber eine sehr, sehr große Freiheit gibt, weil es ihm ermöglicht, manchmal sinnfrei zu produzieren oder zielfrei zu orientieren, zu produzieren. Und das ist was extrem Wichtiges, was unter diesen Umständen, da stimme ich Ihnen zu, verloren gehen könnte. Also es ist ja auch das Besondere, dass überhaupt du einen Ort hast, wo einfach Schauspieler, also wo eine ganze Struktur da ist. Also wenn man jetzt frei produziert, ist ja genau das Ding, dass man eigentlich diese ganze Struktur erst erschaffen muss. Also dann für eine Produktion oder für mehrere Produktionen. Aber das heißt natürlich, ich habe schon das Gefühl, dass es eine Gefahr ist, wenn man die letzten Jahre anguckt, dass natürlich, wenn man sagt, wir unterstützen vor allem freie Projekte oder Theater oder freies Theater, kann natürlich damit auch unter diesem Deckmantel wie so ein Umverteilungsprozess stattfinden, dass man sagt, wir machen eigentlich unter dem Deckmantel, da würde viel besser, das wäre viel besser produzierbar und viel innovativer, schafft man sozusagen einfach Strukturen ab und vermindert die Möglichkeiten, wo eigentlich produziert werden könnte. Das heißt also im anderen Sinne, glaube ich, dass natürlich diese Stadttheaterstruktur anders gefüllt sein muss immer wieder, oder dass es so ist, dass die nicht fest bleiben darf, dass man das anders nutzen muss oder sowas, oder wie zumindest wie auch der Versuch ist, so wie ich den die letzten 3 Jahre hier verstehe, dass man sagt, da ist ein Haus in einer Größe und wie schafft man das Bestmöglichste für eine Stadt? Also es ist natürlich eine Herausforderung, nicht? Dieses Bestehen der Häuser und der Finanzierungsstrukturen, die daran gebunden sind, würde auch recht geben, die nicht mehr selbstverständlich sind, sondern die in einem permanenten Gesellschaftsvertrag wieder neu ausgehandelt werden müssen zwischen
den Leuten, die die Theater leiten, zwischen den Politikern und zwischen den Bürgern, die Politiker wählen. So eine Dreiecksgeschichte sozusagen. Aber natürlich gibt es einen positiven Effekt, der zu dieser Ostdifferenzierung und ich glaube auch zu einer bestimmten Qualität, also es ist ja, führt, ist ja so, als wenn in einem, weiß ich, Motorrennstall immer 100 hochqualifizierte Mechaniker dastehen und schrauben und Motoren verfeinern etc. Und wenn es nur drei gäbe oder keinen gäbe, dann würde das Auto anders aussehen, ist ja klar, und anders fahren. Also ich empfinde das schon so, dass es hat so einen appellativen Charakter, den die Gesellschaft sich bislang jedenfalls, auch selber gibt, indem ich diese Institution hinstelle, ein Haus hinstelle mit bestimmten technischen Möglichkeiten, mit, ich spreche jetzt nur mal von unserem Haus, Staatsschauspiel, mit 250 Mitarbeitern, die Tarifverträge haben und so weiter und so fort, ist ein Appell damit verbunden an die Künstler, die dann da reinkommen, macht etwas daraus. Und natürlich entsteht dann auch etwas. Gerade eben, weil man nicht immer von Null aufbauen muss und erst die Strukturen schaffen muss. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig großer Vorteil innerhalb unserer Gesellschaft, dieses System auch lebendig zu halten. Ich hasse immer diese Diskussion, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, auf der grünen Wiese. Was wäre, wenn Sie von vorne anfangen können, ein Theater auf die grüne Wiese stellen würden, wie würde das Theater der Zukunft aussehen? Mit allem Geld. Wie viele Millionen bräuchten Sie, wie würde das Haus aussehen und so weiter. Und ich finde das so unhistorisch und unpolitisch, so zu denken, weil das Theater nun wirklich gewachsen und entstanden ist und man spielt also so wie ein Kind mit dem Spielzeug spielt, was es von seinem älteren Geschwister übernommen hat oder vielleicht sogar noch von den Eltern auf dem Dachboden ist etc. und das eine bestimmte Fantasie freisetzt. So ist das bei uns manchmal auch. Ich weiß nicht, ob ich ein Theater eine Drehbühne heute bauen würde oder nicht, ob ich das notwendig finden würde oder nicht. Aber es gibt ganz moderne Regisseure, die sehen es, entdecken eine Drehbühne, auch Christoph Schlingensief, und sagen, mein Gott, was kann man auf einmal damit tun? Also diese Mittel sind da. Und das ist ein großer Vorteil, dass eine Gesellschaft sich so etwas leistet. Ein Vorteil, glaube ich, für einen Reflexionsraum. Es gibt innerhalb der Gesellschaft, glaube ich, nur noch wenige solche Freiräume, Reflexionsräume. Wir sind auch marktabhängig, aber nicht an jedem Punkt direkt marktabhängig. Und man kann Modelle rein entwerfen und man kann über diese Modelle reden. Hier vorne rechts von mir war eine Frage und dann die Dame in Rot links. Ja. Vielleicht im Anschluss an das Gesprochene die Geschichte aus dem Staatstheater Cottbus. Also im Staatstheater Cottbus wird am Wochenende der gute Mensch von sich Schwann Premiere haben. Und da hat eigentlich der Regisseur Ingo Putz das Stück verantworten sollen, wurde 3 Wochen vor der Premiere abgelöst durch den Schauspieldirektor. Das heißt, es möglicherweise gab es ja Differenzen mit dem Ensemble. Es heißt aber auch, es gäbe einen immensen Druck und es hätte sowas wie eine Sorge gegeben, dass die Inszenierung von so einem wichtigen Stück, ja, für Cottbus ist dieser See schon eine ganz wichtige Inszenierung, dass die halt nicht der Publikumserfolg wird. Schultheater spielt, Schulklassen spielen wunderbar, das ist Schulstoff. Und dass da einfach ein enormer Druck lastete auf dem Regisseur, aber dann auch auf dem ganzen Haus, dass das Stück ein Erfolg wird. Und vielleicht die Frage an den Tillmann Köhler: Wie groß ist dieser Druck dann, wenn man was riskieren möchte, vielleicht auch politisch, gerade bei einem Brecht-Stück, dass dann doch die Angst da ist, das wird jetzt beim Herrn Schulz nicht passieren, das ist kein Regisseur, aber dass der dann doch sagt, lass mal euch übernehmen. Also wie groß ist die Gefahr und der Druck, den man spürt? Also ich glaube, sag jetzt nichts Falsches. Es ist natürlich so, dass das, also ich meine, automatisch gibt es ja sowieso schon einen Druck in dem Moment, wenn man
so ein, in einer Öffentlichkeit so etwas aufführt. Also ich finde, es gibt sozusagen, es gibt ja diesen Raum, den man hat, wo man abgeschlossen miteinander produziert, über 6 bis 8 Wochen, und wo man ja immer so das Gefühl hat, man hat alle Zeit der Welt, um etwas auszuprobieren. Und sozusagen, dann kommt natürlich der Punkt, wo du das Gefühl hast, jetzt kommt das auf einmal raus und sozusagen die Öffentlichkeit für dich plötzlich in den Kopf kommt. Und da geht natürlich auch schon ein Druck sowieso los, der automatisch mit so einer Arbeit zusammenhängt. Das andere ist, wie das mit den Häusern ist, das ist bestimmt auch von, das kann, glaube ich, von Haus zu Haus sehr unterschiedlich sein, wie stark da der Druck ist, der auf einem lastet, wie das werden soll. Also, und das hat natürlich auch was mit dem Regisseur dann wieder zu tun, wie stark ist der selber, seinen eigenen Weg da drin zu gehen oder sozusagen. Also ich meine, ich habe hier den Vorteil, dass es sozusagen immer natürlich ein Moment von also dass man immer im Gespräch ist miteinander. Also dass man sozusagen natürlich immer im Austausch ist über das, was da gerade entsteht. Mhm. Aber ich habe auch noch nie jetzt den Schritt erlebt, dass sozusagen Wilfried da steht und irgendwie sagt, also diese Dinge können so jetzt nicht passieren oder sowas. Ich kann das ganz kühl ergänzen, weil es gibt sozusagen, also wir haben Vorteile und wir haben, ja, einerseits ist das Theater was Außergewöhnliches, mit außergewöhnlichen Maßstäben, auch was wir dürfen und was wir nicht dürfen, und andererseits ist es auch was ganz Normales. Das ganz Normale ist, dass wir gebunden sind an die gesetzlichen Vorgaben und Regelungen. Also ich bin gezwungen, qua Intendant, ob ich will oder nicht, einzugreifen, wenn auf der Bühne das Recht verletzt wird. Also wenn jetzt ein offener, nicht ironisch gebrochener, sondern ein offener Aufruf zur Gewalt irgendwie getätigt werden würde, etc., und ich das nicht in einen künstlerischen Kontext, der das relativiert und nochmal reflektiert ist, stellt, wäre ich gezwungen einzugreifen. Ich wäre gezwungen einzugreifen, wenn bestimmte pornografische Dinge passieren, etc. Also wie jeder andere Bürger auch, und dafür trage ich die Verantwortung. Aber ich habe auch einen großen Vorteil. Alles, was nicht sozusagen in diesen groben Bereich der Rechtsprechung fällt, ist abgesichert durch die Freiheit der Kunst. Und auch mein Vertrag ist teilweise dadurch abgesichert. Der Beruf des Intendanten kommt daher. Ein Intendant soll eine bestimmte Freiheit haben. Also beispielsweise den Spielplan, den wir machen, also gemeinsam machen, sprich die 20 Stücke, die wir innerhalb eines Jahres neu produzieren, welche Stücke das sind, das muss ich dann meiner Chefin gegenüber, der Ministerin für Wissenschaft und Kunst, vorlegen, in einem Aufsichtsrat vorlegen, aber sozusagen nur zur Kenntnis geben. Kein Mensch kann mir sagen, dieses Stück darfst du nicht machen, das wollen wir nicht, etc. Das ist Teil sozusagen der künstlerischen Freiheit des Intendanten. Das steht in der Geschäftsführerordnung, das steht in meinem Vertrag drin, etc. und eigentlich in jedem Intendantenvertrag. Deswegen ist diese Konstruktion so gewählt. Was man machen kann, ist mich rausschmeißen nach ein paar Jahren, wenn mein Vertrag ausläuft. Hier sind die Risiken. Ein Intendantenvertrag ist nie ein Vertrag auf Lebenszeit etc., sondern auf 3, 4, 5 Jahre. Und natürlich kann man sagen, uns passt es nicht, weg sind sie, aber erst nach 3, 4, 5 Jahren. Aber die Eingriffsmöglichkeiten, also auch ich bin da auf der sicheren Seite, und auch der Kollege, was haben Sie angesprochen, Cottbus eben, oder? Ja. Der Kollege in Cottbus, der Intendant, ist eigentlich auf der sicheren Seite sozusagen, seinen Regisseur zu decken und die Produktion zu decken. Was viel schwieriger ist, aber das betrifft sehr, sehr viele Bereiche, ist die Schere, die man selber im Kopf hat. Und zwar sowohl der Regisseur als auch der Chefdramaturg als auch der Intendant, jeder in seinem Bereich. Also ich halte das Problem sozusagen der vorweggenommenen Selbstzensur für das Größere als das Problem der Außenzensur oder der Zensur innerhalb der Hierarchie. Und natürlich ist man dann auch wieder bei der Frage, was hält eine Stadt aus, oder?
Also dass man sagt, also so ähnlich wie mit dem, was leistet sich eine Stadt, aber sozusagen dann wieder im nächsten Schritt, wann verweigert sich, also Stadt ist ja auch immer so allgemein, ja, weil es natürlich ja sowieso ein Publikum ist oder eine Masse von Leuten, aber sozusagen wann hat man das Gefühl, das hat plötzlich nichts mehr mit der Stadt zu tun oder funktioniert nicht in der Stadt oder sowas. Also ich finde das auch eine totale Frage, weil das natürlich ein Problem ist auch von, für was werden denn diese Häuser finanziert? Werden sie dafür finanziert, dass sie voll sind oder werden sie dafür finanziert, dass da drinnen etwas besonders oder eine besondere Auseinandersetzung stattfindet? Und das heißt ja nicht, das heißt ja nicht automatisch, dass das auch gleichzeitig passiert. Ja. Also, Sie haben eine Frage. So, also die Frage geht, die Frage zielt in Richtung Stadtgesellschaft. Das hatten Sie jetzt schon öfter mal erwähnt, dass Sie einerseits Signale aus der Stadt aufnehmen, die dann versuchen zu verarbeiten in Stücken oder umgekehrt passende Stücke für die Stadt auszusuchen. Da wäre jetzt meine Frage, wie genau bestimmen Sie die Reaktion in der Stadtgesellschaft auf Ihre Stücke, auf Ihre Auswahl? Und vielleicht daran angegliedert noch eine Frage. Sie hatten eingangs erwähnt, dass Sie, bevor Sie in Dresden angefangen haben, sich Thesen zur Stadt überlegt haben, aufgestellt haben und die dann nach 3 Jahren auch nochmal überdacht haben, inwieweit sich das geändert hat. Inwieweit sich das geändert hat. Und wie die Thesen sich geändert haben, meinen Sie? Genau, wie die Änderungen bestimmen können. Willst du antworten? Durch! Ich auch sagen, wo ich ein bisschen mit. Die Änderung. Also, ja. Damit du die Antwort nicht mehr kannst. Ich lerne. Bitte. Nee, du hast ja schon angefangen. Ich mach dann das mit den Thesen, du machst das mit dem Puppe. Also natürlich, ich habe gesprochen von Thesen vorgeben, das heißt eine Reibung suchen. Das heißt nicht, dass man es weiß unbedingt. Nicht? Das heißt auch nicht, dass man unbedingt recht hat. Wir haben im Theater einen großen Vorteil, dass wir nicht recht haben müssen. Wir dürfen auch einfach mal was in die Luft werfen und beobachten, was passiert. Das ist ein gesellschaftliches Experimentierfeld. Großes Problem ist in der Wirtschaft anders und so weiter. Die machen es aber trotzdem. Bitte? Die machen es aber trotzdem. Ja, geben es aber meistens nicht zu. Und der Überprüfungsprozess, den man macht, sollte natürlich ein permanenter sein. Also es ist nicht so, dass man nach 3 Jahren sich wieder hinsetzt und sagt, jetzt denken wir mal wieder nach. Und dann wieder 3 Jahre und wir denken wieder mal nach, sondern es ist ein permanentes. Also dieses Gespräch, was wir jetzt hier führen, ob man es glaubt oder nicht, führen wir mit anderen Worten und mit anderen inhaltlichen Beispielen, also manchmal bei jeder Produktion oder sowas. Was bedeutet Kaufmann von Venedig für die Stadt etc.? Das ist ein ganz direktes Gespräch. Also es sollte ein permanenter Prozess sein und es sollte ein permanenter Dialog mit dem Publikum sein. Also oft ist es immer gut, bei einem Beispiel zu bleiben. Tillmann Köhler hat Kaufmann von Venedig gemacht, unter anderem, weil es ein Stück über Toleranz ist und wie viel unterschiedliche Meinung, wie viel unterschiedlich sein hält man aus in der Gesellschaft. Das Interessante ist ja nicht das Ähnliche auszuhalten, sondern das Abweichende auszuhalten. Und hat beispielsweise eine Besetzung gemacht, wie bei Shakespeare übrigens nur mit Männern, was aber die homoerotischen Aspekte, die in dem Stück drin sind, sehr viel stärker ausgestellt hat, auch bewusst ausgestellt hat. Und ich habe Briefe dazu bekommen, so kann man doch kein Shakespeare machen, nur mit Männern, und so, also vollkommen ahistorisch. Natürlich ist das ein Dialog. Und das will man aber ja auch. Und also wir versuchen genau reinzuhören und wir versuchen etwas zu machen, was das Publikum beim Publikum ansetzt, aber es auch fordert. Und manchmal müssen wir auch aushalten, wenn es nicht funktioniert und das Publikum nicht mitgeht. Also auf Deutsch gesagt, wenn das Publikum wegbleibt, also wenn wir uns verkalkuliert haben
und wir in eine Richtung geprescht sind, die dann überhaupt keinen interessiert, dann habe ich natürlich ein Problem und dann müssen wir irgendwas korrigieren. Aber das ist sozusagen Teil des Berufes. Also ich kann es nur beschreiben als einen ganz eng geführten dialektischen Prozess oder Ping-Pong-Prozess von Hin- und Herspiel. Und es gehört zu den Aufgaben der Dramaturgie beispielsweise, in Zuschauern genau zuzuhören, in die Stadt genau reinzuhören, etc. Und um auf den anderen Teil Ihrer Frage auch nochmal zu antworten, also wie wir, wenn ich das richtig verstanden habe, wie wir auch so eine Art von, also wie wir messen, dass wir ins Schwarze getroffen haben, vielleicht mit manchen Themen oder mit manchen Stücken. Also die banale Antwort darauf ist, natürlich merken wir das, also Wilfried hat es gerade auch schon beschrieben, entweder im direkten Dialog mit dem Publikum, den wir auf sehr vielen Kanälen pflegen, online, analog und von Angesicht zu Angesicht. Wir messen das in den Auslastungszahlen, wir messen das in den Reaktionen. Wir messen es aber auch ein bisschen daran, ich kann das so schön beschreiben, man benutzt manchmal das Wort Stadtgespräch, ohne dass ich genau weiß, was ich damit meine, weil ich glaube, es ist eine Art von Stadtgespräch nicht gibt, aber es gibt immer wieder Themen oder Reaktionen, die immer wieder dann an ganz verschiedenen Stellen aufpoppen. Und man geht einen Monat lang durch die Stadt und plötzlich merkt man, es liegt irgendwas in der Luft. Und manchmal ist das, wenn wir sehr viel Glück haben, manchmal ist das ein Thema, was wir gerade verhandeln, was dann plötzlich in der Luft liegt. Und dann hat man irgendwie das glückhafte Gefühl, man hat da an irgendeinen wunden Punkt berührt. Abgesehen natürlich von den bösartigen Zuschriften, weil man, das ist halt so, die muss man dann aushalten. Die hält man auch meistens ganz gut aus, wenn die Leute eine Telefonnummer hinterlassen, dann lässt sich das im persönlichen Gespräch meistens sehr schnell sehr... Die Leute erschrecken immer, wenn man sie anruft. Das ist ganz toll, kann ich empfehlen. Ohne Sekretariat direkt anzurufen, wenn ich jemanden direkt anrufe und sage, sie haben einen Brief geschrieben. Das ist ein toller Effekt. Wartet kein Mensch. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich hatte sagen wollen. Die Veränderung der These. Vielen Dank, genau. Da wollte ich sehr, also wenigstens einer passt auf. Wollte ich ein Beispiel nennen, also aus unserem jüngsten Erfahrungsschatz zum Beispiel. Also wir haben, als wir nach Dresden gegangen sind, Wilfried hat es gerade alles schon mal gesagt, ich muss es nicht wiederholen, viel auch über die Bürgerlichkeit dieser Stadt geredet und haben daraus auch abgeleitet, dass es durchaus auch die bürgerlichen Stoffe sein könnten, die hier interessieren. Haben aber eine Erfahrung gemacht jetzt gerade und reden da viel drüber über den Spielplan. Ich mache das Nähkästchen jetzt mal weit auf, dass die Klassiker, die bürgerlichen Klassiker der Moderne, Stoffe sind, die hier erstaunlicherweise alle so mittelgut funktioniert haben. Tillmann muss jetzt irgendwie ganz tapfer sein, weil eine von seinen dazugehört. Da kann einer aber nichts dafür, das hat damit überhaupt nichts zu tun, weil Hedda Gabler ist ein tolles Stück, Hedda Gabler ist auch in seiner Inszenierung ein tolles Stück. Hedda Gabler hat aber zum Beispiel das Publikum hier nicht so erreicht, wie wir das erwartet hätten. Was Ähnliches ist passiert mit Der Katze auf dem heißen Blechdach, was Ähnliches passiert mit dem Gespenster, genau. Nee, ich meinte aber noch den anderen Hauptmann, einsame Menschen, genau. Und das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die wir jetzt gerade gemacht haben, die, also wo wir dabei sind, will ich sagen, Thesen zu korrigieren, aber so einen Eindruck, den wir hatten, irgendwie nochmal neu zu analysieren und zu gucken, stimmt unser Eindruck mit der Bürgerlichkeit nicht oder stimmt unsere These nicht, dass bürgerliche Menschen sich für bürgerliche Stoffe interessieren? Das kann ja auch sein. Ich wusste nicht, ob das eine Wortmeldung war. Gibt es denn noch Fragen? Ja, da gibt es. Ich traue mich jetzt auch mal. Ja. Also ich bin auch Publikum und ich finde, ich würde vielleicht was dazu sagen. Sie hören in meiner Sprache, verstehen Sie mich? Ja, ja, ja. Ich bin also Ureinwohnerin hier und ich gehe seit fast 60 Jahren ins Theater. Und ich möchte das Theater, dass das auch eine sehr, sehr lange und große und gute Zukunft weiterhaben wird. Weil es ein ganz besonderer Genuss ist, ein Vergnügen, die Welt anders zu sehen, die Welt zu bedenken, meine Stellung in der Welt zu bedenken. Ich finde, das muss unbedingt erhalten bleiben. Wenn wir von Publikum sprechen, so ist das ja immer sehr differenziert. Also das kann man sicher auch nicht alles unter einen Hut stecken. Wir haben zum Beispiel am Freitag diese Produktion hier unter dem Dach gesehen und wir waren sehr begeistert von dieser Aufführung. Und ich finde, das sollte sich jeder anschauen, der es noch nicht gesehen hat. Das ist wirklich klasse. Und dieses Stück, finde ich, ist auch etwas, es ist zwar speziell für Dresden entstanden,
wie ich gelesen habe, aber das ist etwas, was, glaube ich, überall auch funktionieren könnte, weil einfach so brillant die Zeit erfasst ist und das, was es den Menschen heute nicht leicht macht, den Alltag zu bestehen und das Leben lebenswert zu leben. Und ich finde, das ist ein toller Beitrag, zum Nachdenken anzuregen, wo stehen wir, was müssen und können wir verändern. Das finde ich also ganz großartig. Ich will nur noch schnell sagen, und ich bin nun teilweise mit völlig anderen, mit einer völlig anderen Ästhetik aufgewachsen. Können Sie sich vorstellen, wenn man also viele Jahre hier ins Theater gegangen ist. Ich habe mit manchen Schwierigkeiten gehabt, was hier im Schauspiel gelaufen ist. Nun bin ich keineswegs ein altmodischer Mensch, auch wenn ich nicht mehr so taufrisch bin. Ich bin auch nicht reaktionär, ich bin eigentlich ziemlich progressiv. Und ich vermisse aber im Theater manchmal das, und da möchte ich anschließen, was Sie am Anfang gesagt haben, Herr Schulz, diese Frage Utopie. Also ich erlebe Theater jetzt häufig mehr als einen Ort, wo das Destruktive herausgestellt wird, als gezeigt wird, wie es nicht funktioniert, wie es nicht gehen soll. Und ich wünsche mir eigentlich, dass Theater auch das andere zeigt, die Vision, die Hoffnung, die Zukunft. Ich weiß nicht, inwieweit Theater das kann, aber es sollte vielleicht mal überdacht werden. Und ein letztes Wort über die Frage, ist Theater notwendig? Ich denke, das hat auch sehr viel mit Bildung zu tun. Und wenn wir in die Zukunft unserer Gesellschaft blicken, so hat Bildung, glaube ich, einen expandierenden Stellenwert. Und das, was da im Moment läuft, ist ja alles andere als befriedigend. Und ich denke, Bildung als Voraussetzung und Ergebnis vom Theater, darauf sollten wir uns auch konzentrieren. Vielleicht auch in der weiteren Zusammenarbeit mit Gegenwartsautoren. Vielen Dank. Investigativen Journalismus und Blogs, oder ob nicht investigativer Journalismus in Blogs stattfindet und ob das nicht professionelle Journalistinnen und Journalisten inzwischen sind, die das so machen und dort arbeiten. Und so, das war eine Frage. Ja, deshalb kommt das sicherlich in der Veranstaltung mit. Hat auch Deutschland stark für gekämpft, dass bestimmte Kriegsverbrechen nicht weiter straflos bleiben. Dass ganz viele Leute würden sagen, das ist moralischer Fortschritt. Das ist ja nicht völlig absurd. Aber das fällt mir schwer, weil ich finde, darüber müsste man länger reden. Ich finde das auch gut und ich finde, dass es ein richtiges Stichwort ist. Und ich glaube auch, dass dafür hier auch eigentlich die Richtigen sitzen. Ich versuche es mal kurz zu beantworten. Und ich kann es nur aus meiner Generation heraus beantworten. 1972 bin ich geboren. Mein Weg ans Theater hat über eine Utopie geführt. Ich sage das jetzt mal ganz kitschig. Wirklich kitschig und ein bisschen pathetisch. Es ist aber einfach nur mal so. Ich bin mit Theater aufgewachsen, komme aus einem theaternahen Elternhaus, bin früh mit Theater in Berührung gekommen und habe an einem bestimmten Punkt in meinem Leben auf der Universität gesagt, also eigentlich sehr ähnlich wie das, was Wilfried Schulz eben beschrieben hat. Ich finde da eine Welt, in der ich vielleicht mit den Mitteln der Kunst bestimmte Dinge in Bewegung setzen kann. Und habe überlegt, ob ich das vielleicht mit den Mitteln der Politik auch würde tun können und habe mich oder mit den Mitteln des Journalismus, aber ich habe mich für das Theater entschieden. Insofern gab es da vielleicht keine konkrete, aber eine Utopie darüber, ich bleibe einfach jetzt im Kitsch und im Pathos-Modus, darüber die Welt zu einem besseren Ort machen zu können oder zumindest zu einem Ort, an dem ich mich gerne aufhalte. Wenn ich heute Theater mache, ist mir diese Utopie nicht verloren gegangen, aber ich finde sie sehr viel schwieriger aufrechtzuerhalten, weil ich mit einer Realität konfrontiert worden bin in den 20 Jahren, die dazwischen liegen, die mich desillusioniert hat in vielerlei Hinsicht, die mich politisch in vielerlei Hinsicht desillusioniert hat. Und wo ich es im Moment als falsch empfände, ein über das Knie gebrochenes Prinzip Hoffnung im Theater zu behaupten und zu sagen, aber trotzdem wird alles gut werden, liebe Kinder, gebt fein Acht, daran glaube ich nicht. Und das finde ich, ich überspitze es. Ich weiß, dass ich es wesentlich differenzierter meine, aber ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, weil wir, wie gesagt, schon eigentlich am Ende unserer Zeit angekommen sind. Im Moment erscheint mir, und ich rede nur für mich, erscheint mir die Welt als zu fragmental, zu komplex und für mich zu undurchdringbar im Moment, um sie auf eine einfache Utopie runterzurechnen. Ich bin froh, wenn ich eines Tages wieder eine habe. Im Moment bin ich dabei, mir eine neue zu basteln. Ich finde, das ist genau das. Also ich hätte total die Sehnsucht auch danach, das auch auf dem Theater zu machen oder zu sehen.
Das ist, ich finde nur, dass, also ich erlebe nur, dass Theater natürlich ein Spiegel ist von Gesellschaft. Und das ist letztendlich, wenn ich mit Thomas Frey, also wenn man zum Beispiel an einem Stoff arbeitet und nun beginnt, was will man da, was soll das werden, was soll da entstehen zum Beispiel? Also wenn jetzt wirklich ein Stück neu geschrieben wird, dann geht es ganz oft um die Frage nach einer Utopie. Aber es ist natürlich, also eigentlich ist es fast ein Wunsch nach etwas, was für eine gesamte Gesellschaft steht. Ja? Also wo ich finde, die Frage gibt es ja außerhalb, also die ist ja außerhalb des Theaters nicht besser beantwortbar, habe ich das Gefühl, im Moment. Entschuldigung, ja, da fangt die Probe einfach an. Ja? Ich komm später dazu. Ja. Entschuldigung. Sind doch Vorreiter irgendwie auch. Also es muss doch erstmal hier oben was passieren. Naja, also ich glaube, wir teilen alle ihre Worte und suchen mit ihnen gemeinsam. Und das ist, also Theatermenschen wissen ja nicht mehr als andere Menschen auch. Sie formulieren das bloß an bestimmten Stellen präziser vielleicht. Und also was ich erlebt habe, was Herr Maljara gesagt, und ich mache den Beruf auch schon relativ lange, erst als Dramaturg, dann als Intendant. Also es gibt natürlich, was sehr, sehr schwer ist, ist sozusagen die große, wurfhafte Utopie. Woher soll sie auch kommen? Das ist kompliziert. Was wir oft, worüber wir oft sprechen, ist in der einzelnen Arbeit über den hellen Moment beispielsweise. Ja, das wollte ich eben auch also, sagen, genau. Es klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber über das Lächeln eines Schauspielers in einer Szene, das oder über die Struktur einer Figur, die vielleicht im Tod oder in der Verzweiflung endet, wo man aber in den Endproben darüber spricht und sagt, ich möchte aber so lange wie möglich sehen, dass die noch eine Chance hat. Oder ich möchte noch mal kurz vor Schluss sehen, dass es eine Abzweigung gäbe, etc. Also in diesen kleinen Momenten, also sonst wäre es auch fürchterlich, wenn es nicht auftauchen würde, taucht es auf. Aber also, ich kann nur sagen, wir teilen ihre Sorge. Wir arbeiten dran. Suchen lichte Momente. Ich würde gerne noch einen Satz sagen zu, ich fand das alles richtig, was, also teilbar gesagt, was Sie gesagt haben. Vielleicht eine Bemerkung noch zu den Ästhetiken, die Ihnen manchmal auch schwerfallen. Ich fand das sehr, sehr schön und sehr zurückhaltend beschrieben. Ich bin da mit ganz anderen Haltungen auch konfrontiert teilweise. Das ist natürlich für uns auch ein Thema, weil, und da sind wir bei der negativen Seite, die wir am Anfang sehr ausführlich beschrieben haben, dass sich Theater in einer Stadt entwickelt und auch manchmal in einer bestimmten Hermetik entwickelt. Außerdem hat es noch ein bisschen zu tun mit der DDR-Geschichte etc., mit spezifischen Problematiken. Also für mich, und ich sage es jetzt mal ein bisschen drastisch, für mich, ich wusste es im Kopf, als ich es dann erlebt habe, als ich hierher gekommen bin, und ich bin sehr gerne hierher gekommen und habe mich gegen andere Städte entschieden und für Dresden entschieden, war ich dann, als ich es erlebt habe und mir dann emotional klar geworden ist, dass ganz viele Menschen hier nie eine Inszenierung von Christoph Schlingensief, von Christoph Nordthaler, von Frank Castorf, von Jürgen Gosch, also von allen Menschen, mit denen ich in den letzten 20, 25 Jahren gearbeitet habe, groß geworden sind, die sozusagen das deutschsprachige oder europäische Theater wesentlich vorangetrieben haben, die künstlerischen Entwicklungen wesentlich vorangetrieben haben, dass das in dieser Stadt, und ich will überhaupt nicht nach hinten treten oder sowas, ich versuche es vorsichtig zu formulieren, aber dass das nicht sehr anwesend war. Und was wir machen, und darüber reden wir wirklich in der Tat sehr oft, was wir machen ist, es gibt auch kein Nachholen, man kann immer nur in der Zeit ansetzen, wo man gerade ist. Was wir machen, ist, dass wir versuchen, es in eine Vielfalt reinzuöffnen und die Leute einzuladen, Erfahrungen zu machen, weil das ist ja genauso wie in der Musik oder in der bildenden Kunst, je mehr man sozusagen sieht und wahrnimmt, desto mehr öffnet sich auch, geht mehr genauso in anderen Bereichen, öffnet sich die eigene Toleranz sozusagen und man weiß mehr darum und kann mehr darüber und kann mehr damit anfangen. Aber das ist fast das war über lange Strecken fast das wichtigere Thema für uns,
Also mit politischen Positionen, politisch-inhaltlichen Positionen, auch mit moralischen Positionen in dieser Stadt umzugehen, ist überhaupt nicht schwierig, sage ich jetzt mal. Man kriegt einen Widerspruch oder eine Zustimmung, aber das wird auch nicht, also ich bin nie, wir sind nie attackiert worden, weil wir irgendwas machen oder irgendein Thema verhandeln. Auch politisch nicht von meinen Chefs sozusagen. Das Komplizierte ist immer, in welcher Form erzählt man es. Und natürlich sind die Formen, ja, auch die haben etwas damit zu tun, was ich vorhin genannt habe, Differenz aushalten. Und ich finde, also ich habe meinen Vertrag hier beispielsweise verlängert, jetzt nochmal für eine lange Zeit. Insofern müssen Sie mich aushalten dann, weil es mir Spaß macht, mit diesen Partnern zusammen diesen Weg zu entwickeln und diese Vielfalt zu entwickeln. Und weil ich selber sehr viel merke, lerne über Grenzen, die das hat, dass man wieder vorsichtiger sein muss, dass man wieder was wagen kann. Also, es macht Spaß einfach. Ich sage ja, Sie haben ein Fass aufgemacht, ich würde jetzt auch gerne nochmal einhaken, uns fehlt die Zeit. Ja. Ich mache nur ganz kurz die Klammer auf, ich korrigiere mich ein bisschen, wenn ich darüber rede, dass mir die Utopien ein wenig verloren gegangen sind. Ich finde zum Beispiel eine sehr konkrete Utopie, die hier umgesetzt wird, ist tatsächlich die Bürgerbühne. Also da passiert etwas auch auf einem gesellschaftlichen Niveau, was sehr viel mit dem zu tun hat, warum ich mal angetreten bin im Beruf. Der Herr wartet schon ganz lange auf seine letzte, abschließende Frage. Jetzt auch gelernt, warum wir jetzt aufhören müssen. Und es ist halt schade, weil das Gespräch kommt jetzt gerade an die manche Stelle. Zukunft des Theaters, Utopien, wo soll das sonst noch der Mathe Utopie sein, wenn ich das Theater, die Politik sehe ich nicht am Ort. Und die Wissenschaft sehe ich auch nicht an der Stelle. Das Theater könnte es sein, als Mathe, der den nachspürt. Und auch, da sind wir auch wieder nah an dem Gesellschaftsgrundkonsens, den die Gesellschaft danach braucht. Wenn das Theater so als Utopien wieder erlebt werden würde, dann würde auch der Konsens nachher zustande kommen. Auch das hängt mit den Themen zusammen, wie kommt das Publikum über dieses kleine Publikum, was man halt hat, was aus in der Gesellschaft, was hier gerne reinkommt, wie kommt es dort hinaus? Ich, ja, ich bin jeden Tag unterwegs auf unserer Baustelle und dort sind mehrere Gewerke tätig und deren Kultur, die sehe ich. Die Bildsende liegt dort auf mehreren Tische und sie haben drei Radios dabei und auf allen drei läuft der Tunnelfunk. Aber nicht, dass dieser Tunnelfunk so etwas macht wie eine Bereicherung der Persönlichkeit, was Theater schafft. Aber ich habe mir auch die Frage auf Wiki hergestellt, wie müsste ein Theater aussehen, in das diese Leute reingehen würden. Ich meine, man gibt man die als Zielgruppe auf. Oder die haben, auch die haben Erfahrung mit ihrem Bild, die kriegen Dinge in der Gesellschaft mit. Aber die Form Theater ist von ihnen nicht nur vom Punkt her, sondern auch von der Art, wie Theater halt man selber ist, als hohes Haus, auch wenn es ja ein kleines Haus ist, immer noch weit weg. Und je besser es Theater gelingen würde, was die an Wahrnehmung haben, die kriegen mit, was unsere Gesellschaft nicht funktioniert. Und wenn Theater dort Formen entwickeln würde, wie sie die heranziehen würde, dann würde auch das utopische Potenzial wieder greifen, weil da hätte man nämlich auch Leute, die nochmal anders nachdenken würde, als das, was von der Bildzeitung eingetrichtert wird. Aber so wenig sind es dann doch nicht. Nein, wirklich nicht. Also nur um so Relationen klar zu machen. Wir, und es gibt ja nun viele, also es gibt ja auch die Oper und das Theater der Jugend, also, aber nur wir als Staatsschauspiel erreichen in einer Spielzeit, wenn man nicht von Mehrfachbesuchen ausgeht, sondern nur die absolute Zahl, die Hälfte der Stadt. Wir haben 230.000 Besucher und dort Dresden ist knapp unter 500.000. Aber natürlich ist es, oder knapp über, Entschuldigung. Und wir arbeiten daran, die Hälfte zu kriegen. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig und so Formen wie die Bürgerbühne erreichen in der Tat teilweise auch vollkommen andere Menschen, die vorher nie in einem Theater waren. Also Bürgerbühne ist ein Medium, was sozusagen mit den Leuten selber spielt und Inszenierungen macht und das da eine Umfrage macht und da hat sich erwiesen sozusagen, dass die Leute vorher teilweise überhaupt nicht im Theater waren, aber irgendwie ein Bedürfnis hatten, was zu tun. Trifft sowohl Jugendliche als auch ältere Menschen, als auch die Mitte dazwischen. Aber das sind natürlich Nadelstiche, aber man muss es versuchen oder es sind einzelne Aktivitäten. Ich finde das Gefälle
Also jetzt das Gefälle zwischen ihrer Baustelle und dem Menschen, der in die Oper geht oder sowas, ist ein großes, aber das Gefälle beispielsweise zwischen Dresden und 50 Kilometer im Umland ist kulturell gesehen auch ein riesiges, was man ja auch an den Wahlergebnissen ablesen kann, um es vorsichtig zu formulieren. Und wir machen jetzt so ein Projekt mit der Bürgerbühne, dass wir in ein Dorf gehen, Reinhardsdorf Schönau, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, was ziemlich verheerende Wahlergebnisse hatte aus unserer Sicht, und machen mit denen über 3 Jahre lang nicht politische Aufklärung oder so, sondern fangen an zu spielen und machen ein großes Landschaftstheaterprojekt, was man jetzt im Sommer zum ersten Mal sehen kann mit den Vereinen. Also wirklich ganz blöd mit Feuerwehrvereinen, Schützenvereinen und so weiter und so fort. Das ist immer die Frage, also solche Sachen könnte man auch 100-fach machen. Ich glaube sogar, dass es einen Bedarf dafür gibt. Es ist eine Frage sozusagen der Kraft, es ist eine Frage des Schwerpunktes und es ist eine Frage, also bei uns ist im Moment ein Stichwort im Theater oder in vielen Theatern Selbstüberforderung, also wie weit kann man gehen, was kann man noch alles tun. Wir springen in den Bildungsbereich wahnsinnig rein, weil da bestimmte Dinge nicht mehr getan werden. Und ich mache heutzutage Sachen als Intendant, Grundversorgungsdinge tatsächlich. Die, wo ich mich vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren geweigert hätte und gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Heute sage ich, okay, aber wer macht sonst? Okay, machen wir es. Ich glaube, da ordnet sich viel neu. Man wird nie die komplexe Gesellschaft erreichen. Ich habe das Gefühl, dass in Dresden die Gesellschaft sogar noch durchlässiger ist als in vielen anderen sehr festgefügten Städten, vielleicht auch durch die Wende und dadurch, dass auch sich Dinge neu formieren etc. Also wir haben beispielsweise in den letzten 3 Jahren jetzt etwa 50.000 Menschen am Publikum pro Jahr zusätzlich gewonnen, und die Leute, die wir gewinnen, sind in der Regel beispielsweise sehr junge Leute, und wir machen neben Schulprogramme auf etc. Also ich kann nur sagen, die Arbeit an der Utopie ist eine Arbeit. Also anders kann man es glaube ich nicht formulieren. Und die Arbeit, die Leute mit Kultur überhaupt zu konfrontieren, ist, also ist eine Knochenarbeit. Das, ich muss meine Moderatorenpflicht jetzt leider annehmen. Abschließende Bemerkung ist, speziell vielleicht an Sie, wenn Sie Chick noch nicht gesehen haben und auf der Suche nach einem Stück mit einer Utopie sind, ein Stück über die Welt, in der die Menschen doch auch gut sein können, empfehle ich das. Ansonsten müssen wir leider jetzt proben, aber die Proben, zu denen wir müssen, bilden eigentlich die gesamte Skala, über die wir heute geredet haben. Nämlich, ich muss zu den Prinzen ohne Utopie, zu Hamlet nach Dänemark, und du musst zur Endstation Sehnsucht. Schöner geht's eigentlich. Vielen Dank für Ihr Interesse über zeitliche Gebühr. Hat uns sehr gefreut. Ich teile Ihre Einschätzung, dass man jetzt noch gut weiterreden könnte, wenn einem nicht immer das Theater dazwischen käme. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.